Wir fahren erst mal. Wir drehen an der nächsten Haltestelle noch weiter runter. Mal ein bisschen das Thermometer unten links weiterhin betrachten, ob es jetzt steigt oder ob es jetzt stagniert oder was wir jetzt hier erstmal hinbekommen haben. Erstmal steht dort wieder inner. Es war glaube ich gerade eine 6. Achso, der steht hier wegen der Ampel. Warte, dann machen wir uns doch wieder rüber. So, wenn die Ampel ein bisschen länger rot ist und der Bus nicht ganz so sehr wackelt, dann können wir das mal runterstellen. So. So, wir haben übrigens auch Fenster, die können sie aufmachen. Da kommt auch bessere Luft rein. Ah, gut, Spandau hier, da. Rathaus kommt. Was hab ich denn jetzt wieder gemacht? Alter! Meine Fresse! Sie können gerne alle aussteigen. Ist mir sowas von Wurst. Jetzt komm schon den nächsten Opfer. Ah, ja, gut, das war Bordstein. Ah, warum? Echt mal? Ist mir in da hinten drauf gebrocht oder was? Da kommt wieder eine Unfallmeldung, mit der ich nichts anfangen kann. Aber ich sehe keinen unbeteiligten Beteiligten. Irgendwie so, also kein Verkehrsteilnehmer, so nennt sich das. Warum? Ach jetzt, nee, muss es draußen sein? Nee, hä? Hä, hallo? Jetzt, och, Alter. Hä? Hab Gas gegeben, Gas gegeben. Er nimmt kein Gas an. So, Temperatur geht ein bisschen runter. Wir hatten vorhin mal 28 Grad, wir haben jetzt bloß noch 27. So, ich glaube, wir müssen uns mal vor dem Bus hier hinstellen, vor den Kollegen, weil da ist unsere Säule für die 92. Oder der Kollege fährt gerade an. Der könnte ja mal einen Blinker setzen, du Arschgeigen. Blödmann. Mal hier ist doch eigentlich unsere Haltestelle, ne? Wir sind ja die Linie 92. Also wollen jetzt die alle, wollen jetzt hier rein, oder was? Ja, tatsächlich. So, macht doch ein bisschen Eier, weil wir haben bloß 20 Sekunden oder was auch immer. Warten Sie, Sie wollen einen normalen. Ich kann jetzt nicht so viel reden, ich muss jetzt rechnen. Das sind 3 Euro, sind 5 Euro, sind 10. Mark. Immer normal. Warte, drücken wir erstmal drauf hier eben. Sind das. Warum ist das genau dasselbe? Ja, und immer haben wir es ja, wenn man das Wechselgeld irgendwann alle ist, da wissen wir warum. Ach, war mit 5 Mark. Da will ich mal abwechslungsreich heute. Ist schon wieder. Haben wir mir 5 gegeben, die 10 haben wir mir gegeben. Ah, oh, Mensch, Manfred, wir können mal mit kleinen Summen hier bezahlen. Ach, herrlich. Oh, jetzt will auch wirklich jeder da eine Fahrkarte. 3, dann. Komm, bitte, keine Fahrkarte mehr. Ja, danke. Wir haben es nämlich ein bisschen eilig. Hallo? Hab ich jetzt schon wieder... Jetzt? Ich verstehe es manchmal nicht ganz, aber... Okay. Wir nehmen das mal so hin. Irgendwie will der Bus gerade kein Gas mehr. Immer mal geben. So, Haltewunsch ist Kinder da. Sitzt denn hier jemand? Da sitzt aber jetzt, glaube ich, jemand. Der steigt, die steigt auch wahrscheinlich mit ein. Blinker, lassen wir mal so. So, sie wollen nichts, das ist mir das Liebste gerade. Und da kommt auch niemand. Gehen wir mal in die Spur, ich weiß aber nicht so ganz, wann darf man hier rechts parken und wann, ne? Aber jetzt scheint es zum Beispiel gerade mal wieder nicht so zu sein. Und ich sehe schon wieder hier Piccadilly Circus. Ah, mein Liebster. Schau. Ich glaube, das müsste dann hier hinten irgendwie...
Oder wo sind wir denn? Wo waren wir denn gerade? Kann man das noch erkennen? Ich glaube es nicht. Wollen wir mal eben im Fahrplan gucken. Moritzstraße, Rathaus. Altstadt, U-Spandau. Ist grün geworden mittlerweile? Nö. Wir müssen, glaube ich, noch hier rüber. Wir dürfen jetzt auch erst einen Ringel drehen. Wurde jetzt hier grün? Ja. U-Spandau. Bin mir jetzt nicht genau sicher, ob wir jetzt einen Ringel drehen dürfen müssen. Da, nee. Alter, was machst denn du pfeifenzeitig hier? Ich stand hier auch noch. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier abfahren. Genau. Und aber das irgendeine Haltestelle sein. Falkenseer Damm. Also auf jeden Fall wollen die Fahrgäste schon mal einsteigen. Das ist ein gutes Zeichen. Ah, dass wir hier richtig sind. Hallo. Jo, guten Tag. Jetzt nimmt er Gleisgas an. Dann halten wir dort nochmal und dann müssen wir umdrehen wieder. So, wenn der LKW jetzt fährt, dann fahr ich einen kleinen Arsch, aber vorher kommt schon die alte Stelle. Hast du Glück? Hast du ein Glück? Herr, nee, ich bin doch hier falsch. Schon wieder. Kann das sein? Ich krieg doch schon wieder... Plus, ich bin schon wieder irgendwie falsch. Nee, hä? Die wollen aber hier... Die wollen doch hier aber rein. Nee, ich bin wo falsch gefahren, ganz einfach. Ich hätte doch am Kreisverkehr gleich recht. Ich verstehe den scheiß Kreisverkehr echt manchmal, ne? Alter, wir können ja gleich wieder umlenken hier. Wir hätten gleich rechts gemusst. Komm, mach jetzt Eier hier. Gung, Alter. Nee, du kriegst jetzt keinen Schüler. Alter. Hier, dein scheiß Schüler... Kannst den Arsch stecken oder was? Wir können jetzt umlenken wieder. Rammeln wir jetzt hier drüber. Kommt jetzt. Oh, scheiße, die Wand an. So, wir müssen umlenken. Nützt alles nichts. Wir machen jetzt keine Unfallmeldung. Nee, nützt auch nichts, rückwärts zu fahren. Ach komm. So, jetzt fahr. So, fahren wir mal hier lang. So, 4 Minuten plus. Herrlich. Ich raff das mit dem scheiß Kreisverkehr, ne? Wo man da raus muss als erstes und wo, ne? Und oh, das regt mich so was von auf. Echt, das ist zum Kotzen einfach. So ein Müll. Und auch jede verkackte Linie geht irgendwie da durch. Das ist immer so, so ein Spaß. So, da kommt bloß ein Kollege, von dem schaffen wir es noch. Scheiß jetzt auf Rot oder Grün. Das ist mir sowas von Rille, echt. Guck mal, der hält schon an, der hat schon gleich festgestellt, was hier Phase ist. So ein Müll, Alter. So, weil hier müssen wir jetzt halten irgendwo. Ha, zum Kotzen. Jetzt kommen die... Ja, komm, hau ab, ja. Jetzt kommen die wieder aus dem Knick beim Spurwechseln, oder was? Das ist ja vielleicht nochmal... So eine Scheiße aber auch. Ah, jetzt haben wir... Jetzt können wir erstmal dann unser Forstie gleich wieder zeigen. Ach, nee. Obwohl, zu viel... Aber einsteigen wollen sie ohne, oder was? Sauber. Hat sich richtig gelohnt, dass wir hierher gefahren sind. So, wir drängen uns mal ein bisschen nach vorne, ganz einfach. Nee, warte mal, hier ist meine Haltestelle. Scheiß, die. Oh, was? Komm, jetzt macht Eier. Ich bitte, das kauft nichts. Einfach rein, 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 rein. Los, los, los. Oh, danke. Jo, jo, jo. So, Vollgas. Und jetzt die Kurve ordentlich nehmen. Ah, sauber. Ich kraft das hier noch nicht so ganz mit der hier Rathaus. Ne, was ist das hier? Ich verstehe das hier nicht.
wann ich hier reinzufahren habe und wann ne und ich. So. Komm, willst nix, danke. Ja, oh, jetzt will die noch rein. Gut. Scheiß Rot. Ich hab grad gesagt, scheiß da jetzt drauf, weil ich hab echt. Ich weiß auch nicht so. Ah, oh, doch, da kommt ein Auto. Ja, halt. Halt die Babbern. Ich weiß nicht mehr, wie ich einen Blinker an hatte. Es kam nix. Umso besser. Ist hier drüben frei? Jo. Komm, ist frei. Kommt nix. Da kommt was, da kommt was. Hurra. Alter! Alter, hat er mich geschnitten. Was ein Blödmann. So. Fährst du quer, siehst du mehr. Ab geht's. So, hier haben wir halt schon mal gehalten. Eigentlich, gut, jetzt will aber jemand aussteigen. Und da kommt wieder jemand. So, irgendwie waren wir hier halt schon mal. Vor 5 Minuten so ungefähr. Halt! Die kannst du aussteigen. Was auf den nächsten? Bitteschön. Nein, wir wollen jetzt keine Fahrkarte hier lösen. Oh. Scheiße, falsch. Alles richtig. Eine Tageskarte bitte. Oh, jetzt will er noch eine Tageskarte. Heute zum ersten Mal, dass jemand eine Tageskarte wollte. Wo sind die jetzt? 7 Euro? Ne, 7,50. Da ist er. So, wenn du dich jetzt aufregst über irgendwas, Alter, kannst du gleich wieder aussteigen. Ah, war doch zu viel. Ja, ne? Gut, aber hast dich ne. Guck, der hat's auch gehört. Der hat sich ne aufgeregt. Ah, oh, herrlich, so, jetzt. Ich wäre so ein cooler Busfahrer, echt mal. Ich würde nur falsch fahren. Aber in der Wirklichkeit, glaube ich, weiß ich ein bisschen, wo ich langfahren müsste. Fahr ich lieber Straßenbahn. Da weiß mir die Schienen den Weg. So, ich sehe jemand. Ich erkenne es oder nicht. Eigentlich ja. Und eigentlich wollen die ganze Meute wieder. Mutter, Vater, Kind. Alle Mann. Was ist denn das jetzt? Aha, okay. Einfach mal 1000 Fehlermeldungen. Die habe ich jetzt alle weggedrückt. Eine Tageskarte, die hatten wir heute schon mal hier oben, glaube ich. Das ist falsch, Verzeihung. Dam. Er sagt jetzt alle Hallo, sondern steigt mal lieber ein hier, macht der Eier. Oh, es kriegen bestimmt die Fahrplan wieder hier auf zeitlich raus. Temperatur im Bus ist eigentlich jetzt wieder angenehm, nur weil ich gerade mal drauf geguckt habe. So, wenn du mich jetzt versuchst links zu überholen, Alter, ich fahr dir in den Arsch. Das Ganze nämlich knicken, Junge. Rechts ist die neue Überholspur. Wow. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich hin? Ich bin so ein bisschen gerade. Ja, dahin. Das ist eine Haltestelle. Es ist grün! So, springt schon mal auf. Richtig, macht euch ein bisschen Feuer noch, Männer. Wir haben ein paar Stadtrundfahrten im Kreisverkehr gemacht. Hallo. Einmal normal, bitte. Wird doch mal normal. Ich finde, naja, das kassiert eigentlich mit so. Ja, schön. Achso. 10er war es wieder. Hat mich schön gewundert. Warum haben denn die alle Scheine, ne? Und ich weiß, wenn du mal bei uns mit dem 10-Euro-Schein bezahlst oder was, dann wirst du wieder belappt hier verwegen. Größe hat man es mal nicht oder sowas. Das weiß ich noch. Seitdem habe ich eine Monatskarte und muss nicht mehr bezahlen. Aber hier ist ja jeder, der nur die große Scheine mit hat. Oh, okay. Ihr habt es nicht gesehen, aber ich war gerade wieder irgendeine Anzeige, die gerade aufgeploppt ist von Omsi. Ja, hallo. Bugfrei. Ich hätte gerne einmal Schüler. Einmal Schüler. Da spricht das aber. Einmal Schüler. War zu viel. Richtig. Sind 2 Euro, sind 3, sind 5, sind 10. Ich hätte gerne einen normalen Fahrschein. Immer eine kleine Menge, die sie bezahlt hat. Und du wirst nichts. So, ich glaube, ich bin hier noch nicht gewesen, weil ich immer vorher am Kreisverkehr gescheitert bin. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber wir haben es ja auf die Felix-Style-Art haben wir es ja gelöst. Ich finde es immer geil, wenn er dann mal so hochtourt.
Jetzt, gut. Man darf doch nicht zu früh Gas geben, weil dann ist er noch im Leerlauf und legt den Gang ein, weil wir eine zu hohe Drehzahl wahrscheinlich haben oder so. So, was mich jetzt noch freuen würde, wenn dann die Map ein bisschen weiter laden tät. Weil so sieht es ein bisschen komisch aus. Es sieht gerade wirklich komisch aus. Oh, ne, wirklich, oder? Das waren wohl die Fehlermeldungen, die gerade gekommen sind. Ich stehe, die Autos fahren noch um mir drum rum. Boah, es ist zu kotzen. Ich kann keine Fahrt mal komplett abschießen. Ich stehe jetzt. Ach, die Fahrgäste sind sogar weg. Ich weiß nicht. Aber ich muss doch hier weiter lang. Hier muss man doch auch links abbiegen, wenn man von hier kommt. Die Map lädt gerade ganz einfach nicht mehr. Gut, Hube geht aber noch. Immerhin etwas. Kriege ich noch die Türen auf? Nee. Aber wir hängen so in so einem Zeitraum-Kontinuum fest und können uns... Das ist so ungefähr, wenn man als Busfahrer jetzt gerade mit 120 Sachen gegen eine Wand gefahren ist und jetzt gerade im Himmel so erscheint, dann wird so ungefähr das so aussehen, kann ich mir vorstellen. Meine ich jetzt bloß mal so. Gut. Aber wir sind in so einem gewissen Raum-Zeit-Kontinuum mit dem DeLorean gefangen, kriegen gerade ein bisschen Verspätung von hinten, reihen sich schon Autos an. Ich kann nichts mehr machen, weil ich hänge hier so ein bisschen fest. Ja, ich würde mal ganz einfach sagen, na, wir probieren mal in der nächsten Aufnahme ganz einfach mal irgendeine Fahrt von Anfang bis Ende durchzuführen, ohne größere Unfälle, ohne Falschfahren in einem Kreisverkehr und vor allem ohne Map-Ladehänger, ganz einfach. Gut, ich würde mal wieder sagen, das war's an der Stelle von der Folge, von der Aufnahme. Ich verabschiede mich, hoffe, es hat euch gefallen, hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Das Däumchen nicht vergessen und ich sage mal ganz einfach, bis zur nächsten Folge, bis dahin und ciao.